So, hallo, ich möchte euch mal gern das Geheimnis meiner Knitterherzen verraten. Die sind ja mega toll angekommen in Facebook. Ich habe jetzt hier schon welche vorbereitet. Und zwar habe ich eine dünne Schicht Gießharz eingefüllt. Dann habe ich mir so eine Klarsichtfolie zurechtgeschnitten, so ganz dünne Frischhaltefolie. Und die drücke ich jetzt hier vorsichtig rein in mein Harz und lege das ein bisschen in Falten. Aufpassen, dass es nicht so arg über die Form drüber geht, sonst gibt es noch eine Riesensauerei. So, seht ihr? Bisschen faltig. Das nächste. Da braucht ihr auch nicht viel Gießharz, weil durch die Falten, durch das Drücken verschiebt sich die Masse nach oben. So, das nächste. Und nochmal. Ja, das letzte. Dann habe ich noch ein Stück. So, das ist eine Blase. Ich drücke mal ein bisschen raus und wenn eine drin ist, dann ist es halt so. Kein Problem. So. Möglichst nur bis zum Rand von den Herzen. Genau, das ist mein zweiter Versuch. Gestern habe ich den ersten Versuch gemacht, der kam ja mega toll an bei euch. Das hat mich sehr gefreut. Meistens war Kommentar wie mega, Oberaffengeil oder das Beste war dein Porno. genau, so, jetzt habe ich hier Falten gelegt. Und jetzt muss ich verraten, dass ich das jetzt mit UV-Harz die erste Schicht gemacht habe, damit das Ganze schneller geht. Also gestern hatte ich ganz normales Harz verwendet und dann lässt es ein paar Stunden trocknen, dann die Folie vorsichtig abziehen und genau den nächsten Schritt verrate ich dann. Jetzt werde ich das mal in die UV-Lampe geben, aber wie gesagt, mit dem normalen Gießharz geht es genauso, das dauert dann eben länger und ich muss nachher das mit Puder bestreichen und dann mit Schwarz ausgießen und dann nehme ich normales Gießharz, schwarz eingefärbt. Also jetzt setze ich das mal unter meine Lampe und dann bin ich gleich wieder bei euch da. Hallo, weiter geht die Reise. Ich habe jetzt die Folie abgepriemelt, sag ich mal, als Schwabe. da muss man aufpassen, dass man nicht die Herzen aus der Form löst, weil das kann sein, dass, wenn man es nachher wieder vollgießt mit Schwarz, dass es sich unter das Herz schiebt. Das wäre schade. Und ich habe jetzt hier verschiedene Effekte. Pulver, Pigmente. Das ist mit so Chamäleon-Effekt und hier pinselt man jetzt die Herzen einfach aus. Schön großzügig auftragen. Das gibt nachher den Effekt. So. Da darf man nicht sparsam sein, weil das sieht nachher nicht so schön aus, wenn da weiße Stellen drauf erscheinen. Genau, hier mache ich nochmal eins in der Farbe. Schon ein bisschen Sauerei. Alles glitzert und glänzt. So. Überall schön auftragen. So, das ist jetzt so ein lila Blauton. Dann mache ich ja mal hier. Ja, gut, das ist auch blau-lila. So. Blau-grün ist das eher. Sieht super aus. Machen wir jetzt hier. So. Ich mache das jetzt alles mit den Effektpigmenten. Aber den nächsten Versuch möchte ich. Also, das ist jetzt hier so Chamäleon-Effekt, wo eben dann zwei Farben schimmert: Blau-Grün, Blau-Lila oder so. Und die nächsten Herzen werde ich dann mal mit anderen Pigmenten ausprobieren. Keine Ahnung, da kommen bestimmt noch mehr.
Der Vorteil, dass ich jetzt das UV-Resin genommen habe, ich kann dann sofort loslegen. Und dann muss ich nur noch warten, bis das Schwarz dann ausgehärtet ist. Bis morgen. Kann es am nächsten Tag dann langsam aus der Form nehmen. Das ist kein Problem. So, mache ich diese zwei hier. Also ihr habt gesehen, wie das geht. Einfach hier großzügig einpinseln. So, dann fülle ich die nächsten nach dem gleichen Prinzip. Und dann geht's wieder weiter. Tada, Zauberei. Ein kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt hier alle Herzen in verschiedenen Farben ausgepinselt. Seht ihr, wie das schon toll schimmert und glänzt. So, jetzt werde ich mir Gießharz anmachen. Mal schauen, vielleicht 50 Gramm Harz und 25 Gramm härter. Mal schauen, wie weit ich komme. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel. Dann gieße ich noch ein paar Buchstaben. Also ich nehme jetzt dann Schwarz und ein bisschen ich nehme Gießharz und ein bisschen schwarze flüssige Farbe und etwas Mika-Puder. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Also, dann mische ich mal. Bis bald. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich mir ein bisschen Schwarz angemacht. Und das gieße ich jetzt mal rein. Ich habe mir jetzt entschieden, 40 Gramm zu verwenden. 40 Gramm, ich glaube, vielleicht wird es auch knapp, ich weiß nicht. 40 Gramm Harz und 20 Gramm Härter von meinem Gießharz. Weil das letzte Mal hatte ich viel übrig. Ich fange jetzt mal hier an. Ich glaube, ich muss da nochmal anmachen. Egal, ich mache jetzt mal mit der Menge, die ich habe. Sonst werde ich halt nochmal eine Portion anmachen. So. Oh, das wird zu wenig sein. Ja, aber vom Prinzip her habt ihr es ja verstanden. Ja, es ist zu wenig. Genau, also, so viel zum Thema. Dann noch ein bisschen die Blasen entfernen und dann heißt abwarten bis morgen. In die Vorschau mache ich die Herzchen, die ich gestern gemacht habe und heute raus aus der Form geholt habe. Und ja, vielleicht mache ich dann im Nachspann ergänzend dann nochmal die von heute. Aber vom Prinzip her hoffe ich, habt ihr es verstanden. Einmal klares Harz mit Frischhaltefolie in Falten legen. Nach dem Trocknen vorsichtig die Folie entfernen. Nicht, dass man die Herzen rausholt und dann kann sein, das kommt dann das Harz nachher drunter. Und das sieht nicht mehr schön aus, wenn das unter die Form läuft. Genau. Dann mit Effektpuder auspinseln und mit Schwarz aufgießen. Das war's. Das ist die ganze Kunst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich über Lob, Kritik, Anregungen. Ich freue mich über ein Like oder über ein Abo. Hinterlasst einfach ein bisschen eure Meinungen. Das wäre super. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis dann. Ciao.